Digitale Zertifikate. Ein asymmetrisches Kryptosystem besteht im Unterschied zu einem symmetrischen Kryptosystem aus zwei Schlüsseln. Es gibt einerseits den privaten Schlüssel, der bei der Erzeugerin geheim bleibt, und den öffentlichen Schlüssel, der quasi an alle Instanzen verteilt werden kann, die diesen benötigen. Es gibt zwei wichtige Anwendungsbereiche der asymmetrischen Kryptographie, einerseits im Bereich der Verschlüsselung und andererseits die digitale Signatur, die wir in diesem Video besprechen. Bei der Verschlüsselung ist es so, dass jemand, der eben eine verschlüsselte Nachricht an den Besitzer des privaten Schlüssels senden will, verschlüsselt diese Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel. Dieser Geheimtext, der da entsteht, kann nur mit dem privaten Schlüssel entschlüsselt werden, der bei der Erzeugerin des Schlüssels quasi geheim liegt. Die digitale Signatur, im Unterschied dazu, da wird quasi die Nachricht mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt, so gesagt, und da entsteht eine Signatur draus, und mit dem öffentlichen Schlüssel, den jeder quasi besitzt, kann die Nachricht entschlüsselt werden. Die Details werden wir im Folgenden sehen. Der erste Schritt einer digitalen Signatur ist quasi das Signieren. Dabei wird ein beliebiges Dokument, das kann zum Beispiel ein E-Mail sein, das kann ein Dokument sein wie ein PDF, oder es kann aber auch eine Software-Applikation wie eine Android-APK sein. Jegliches Input quasi, das signiert werden soll, kann hierfür verwendet werden. Der erste Schritt dabei ist, dass man aus dem Dokument einen Hash erzeugt. Das ist der sogenannte Fingerprint. Der ist eindeutig mit diesem Dokument verknüpft. Der identifiziert dieses Dokument quasi eindeutig. Dieser Fingerprint wird mit dem privaten Schlüssel der Erstellerin des Dokuments verschlüsselt, quasi, was man eben signieren nennt. Und daraus resultiert eben der signierte Fingerprint. Dieser signierte Fingerprint ist quasi nur über den privaten Schlüssel erzeugbar in dieser Form. Das Dokument und dieser signierte Fingerprint werden dann vereint in ein signiertes Dokument. Und das ist quasi das Dokument, das beliebig weitergegeben werden kann. Und im nächsten Schritt, die Prüfung dieser digitalen Signatur, werden wir sehen, wie man eben dieses signierte Dokument prüfen kann, ob es quasi von dem tatsächlichen oder von der Dokumentenerstellerin wirklich unterschrieben wurde. Das heißt, der Input dieses Prüfschritts ist das signierte Dokument. Im ersten Schritt wird die Signatur und das Dokument getrennt. Es wird wiederum der Hash des leeren Dokuments, also des unsignierten Dokuments, erzeugt. Parallel dazu wird mit dem öffentlichen Schlüssel der Dokumentenerstellerin die Signatur entschlüsselt. Wenn wir uns zurückerinnern, wie die Signatur entstanden ist, das ist quasi über das Verschlüsseln mit dem privaten Schlüssel des Hashwerts ist diese Signatur entstanden. Das Ergebnis quasi, wenn wir diese Entschlüsselung mit dem öffentlichen Schlüssel durchführen, ist wiederum dieser Hashwert. Wenn jetzt die beiden Hashwerte übereinstimmen, haben wir quasi die Signatur erfolgreich geprüft. Wenn sie nicht übereinstimmen, wurde nachweislich eine Änderung am Dokument oder an der Signatur durchgeführt während der Übertragung. Das heißt, die Integrität des Dokuments ist nicht sichergestellt. Die große Herausforderung
beim digitalen Zertifikat bzw. bei der asymmetrischen Verschlüsselung im Allgemeinen ist die Verteilung des öffentlichen Schlüssels, die vertrauensvolle Verteilung des öffentlichen Schlüssels. Das heißt, wie kann sichergestellt werden, dass der öffentliche Schlüssel wirklich dem gehört, der ausgibt, dass er ihm gehört. Also Stichwort die Man-in-the-Middle-Attacke, dass diese quasi ausgeschlossen werden kann. Die Lösung dafür ist eben, dass man den öffentlichen Schlüssel von einer dritten Instanz, wenn wir sehen, was es da für Möglichkeiten gibt, signieren lässt. Und dadurch sich quasi bescheinigen lässt von einer dritten Instanz, der man vertraut, dass der öffentliche Schlüssel wirklich dem gehört, der sagt, dass er ihm gehört. Eine Variante dabei ist das Web of Trust. Das ist quasi ein dezentrales System, um eben dieses Vertrauen, die vertrauenswürdige Verteilung zu erzeugen. Da geht es darum, dass es ein soziales Netzwerk von Personen gibt, die sich jeweils bescheinigen über ein wirklich privates Treffen, das ist eine sogenannte Key Signing Party, dass der öffentliche Schlüssel wirklich dieser Person gehört. Das heißt, es ist wirklich ein privates Treffen, wo sich die Personen gegenseitig ihre öffentlichen Schlüssel signieren. Im anderen Fall gibt es die BKI-Infrastruktur, die quasi aus global anerkannten Zertifizierungsstellen besteht, die meist gegen Geld, aber es gibt auch mittlerweile freie PKIs, den öffentlichen Schlüssel von Organisationen oder Personen unterschreiben und hinterlegen. Und jeder kann dort anfragen und nachfragen, ob eben der entsprechende öffentliche Schlüssel wirklich dieser Person gehört. Weil diese PKI eben oder diese Zertifizierungsstelle eine global anerkannte Stelle ist, die quasi globales Vertrauen hat. Fassen wir zusammen. Das heißt, die Verschlüsselung und die digitale Signatur sind beides Anwendungen eines asymmetrischen Kryptosystems. Wenn man jetzt ein asymmetrisches Kryptosystem zur digitalen Signatur verwendet, ist der erste Schritt das Signieren und der zweite Schritt das Prüfen der Signatur. Eine wesentliche oder wichtige oder große Herausforderung im Prinzip eines asymmetrischen Kryptosystems ist die Verteilung des öffentlichen Schlüssels. Das kann einerseits eben dezentral über ein Web of Trust oder zentral über eine PKI vonstatten gehen.